Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem Technikkanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video möchte ich mal Label Flash zeigen. Das ist eine Technologie, da kann man CDs mit beschriften und zwar praktisch jede CD, genauer genommen DVD, und zwar auf der Datenseite, so wie diese hier, die ich jetzt mal beschriftet habe. Und das Einzige, was man braucht, ist eine entsprechende Software und ein Label Flash Brenner. Das hier ist eine ganz normale DVD, in dem Fall DVD Plus R, ist aber egal, die kann bis zu 16-fach, 4,7 GB, so sieht die aus, geht aber auch jede andere. Und die habe ich bedruckt, beschrieben, bebrannt, wie immer man das auch nennen möchte. Hier drüben, das ist eigentlich das Original, so habe ich das designt und das hier ist bei rausgekommen. Und hier sieht man den Schriftzug, willkommen bei tooltime.de. Und der ist in der Datenschicht jetzt drin. Und ja, da spart man sich das Beschreiben auf dieser Seite und kann hier direkt die CD bedrucken. Und das ist natürlich auch hier wischfest oder sowas. Das ist in der Datenschicht drin. Das hier ist das Programm, mit dem ich das Label entworfen habe. Zeige ich gleich mal. Ich gucke erstmal hier bei Wikipedia. Da steht hier bei Label Flash. Label Flash ist eine historische DVD-Rolling-Beschriftungstechnik. Und ja, das hört sich so an, als wäre es von 1899. So alt ist natürlich noch nicht. Aber so richtig aktuell ist es auch nicht mehr. Hat einige Vor- und Nachteile, hat sich auch nie durchgesetzt. Und da zeige ich mal im Video, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Ist aber trotzdem wirklich sehr interessant zu sehen, was man damit machen kann. Da stehen hier zum Beispiel die Eckdaten. Label Flash arbeitet mit einer Auflösung von bis zu 1000 dpi und kann 256 Helligkeitsabstufungen darstellen. Und ja, da muss man aber unterscheiden. Es gibt eigentlich zwei Sachen in Label Flash. Einmal Label Flash selbst und dann eben Disk Tattoo. Das steht hier unten drunter auch Disk Tattoo. Das ist dieser Link. Die ganzen Links und so weiter, die findet ihr unten in der YouTube-Videobeschreibung. Und das hier ist der Label Flash Vorläufer. Und Label Flash, dieser Brenner und die Software, die kann eigentlich zwei Technologien. Einmal Label Flash und einmal Disk Tattoo. Und was hier zu sehen ist, das ist eigentlich gar kein Label Flash, sondern das ist Disk Tattoo. Das wird nur mit einem Label Flash Brenner gemacht. Hier bei Wikipedia ist auch ein Bild von so einem Rolling, von einem DVD-R-Rolling, der mit Label Flash beschrieben wurde. Und da sieht man schon, das sieht schon mal ganz anders aus. Also hier ist eine eigene Schicht drin, die gebrannt wurde durch den Brenner. Und das, was hier gebrannt oder verbrannt wurde, das ist die Datenschicht. Und das Problem ist eben, dass es diese Rohlinge sehr schwer nur gibt. Das ist die englischsprachige Version der Wikipedia und hier ist das Label Flash Logo zu sehen. Und hier haben die auch einen Rohling abgebildet. Den kann ich mal vergrößern. Und da sieht man hier auf dem Rohling steht hier innen drin Label Flash. Und da ist ja dieses Logo dreimal abgebildet. Und diese Rohlinge kriegt man eigentlich sehr schwer. Hat man damals auch relativ schwer bekommen. Die waren auch eigentlich ziemlich teuer, bis zu 2 Euro für ein Rohling. Das ist natürlich eine Frage, das rechnen sich meistens nicht. Ist auch noch dann natürlich nur einfach beschreibbar, wenn er wenigstens wieder beschreibbar wäre. Und das ist aber ein ganz normaler, billiger Rohling, wie man die heute kriegt. Und da weiß man natürlich auch nie so genau, wie wird hier die Qualität. Wie Label Flash bzw. Disk Tattoo genau funktioniert, das zeige ich gleich mal. Da entwerfe ich mal ein Label und brenne das mal. Und hier habe ich schon verschiedene Brennversuche oder verschiedene Beschriftungstechniken. Die habe ich jetzt hier mal hingestellt. Dieser Rolling hier, das ist ein Lightscribe Rolling. Das ist kein Label Flash. Da sieht man aber jetzt prima den Unterschied bei Lightscribe. Da wird nicht die Datenseite beschrieben. So sieht die Datenseite aus. Da sieht man gar nichts. Hier sieht man so ein bisschen die Daten. Die gehen ungefähr so bis hier hin. Ich halte es mal ein bisschen schief. Dann spiegelt sich das Licht ein bisschen besser. Also hier dieser Bereich bis zum Daumen, der ist frei. Und auf der Rückseite, der Rolling wird ja dann gedreht, da ist hier ein Bild drauf gebrannt. Lightscribe ist also auch mit den Worten von Wikipedia eine historische Beschriftungstechnik. Und so richtig toll ist sie auch nicht gewesen. Die hat eben den Vorteil, dass man hier wesentlich besser Kontraste sieht. Ist ja auch hier drüben gut zu sehen. Also hier dieses Tooltime. Ich halte es nochmal ein bisschen. Das ist nicht in jeder Lage lesbar.
hier vorne das schon. Das Lightscribe-Video, das blende ich hier oben mal ein, könnt ihr euch ja nachher mal anschauen. Aber Nachteil ist auch, es dauert wirklich sehr lange, 20 Minuten, 30 Minuten, um sowas hier mit Lightscribe drauf zu brennen. Und hier der Rohling, den habe ich vor ein paar Monaten gebrannt, beschriftet und da irgendwie hier oben ist so ein Kratzer drin oder da ist mal feucht geworden, ich weiß es auch nicht, hier sieht man das. Da ist ein Fleck dann drauf, also das ist auch nicht so ganz 100% sicher gegen halt Abrieb oder Umwelteinflüsse, aber auf jeden Fall schon mal optisch ein bisschen besser als hier drüben das Label Flash oder Disc Tattoo. Für Lightscribe hat man auch spezielle Rohlinge gebraucht oder braucht man auf jeden Fall spezielle Rohlinge, das kann man nicht mit jedem Rohling machen und da steht hier Lightscribe drauf und die sind auch super teuer, wenn auch meines Wissens nach nicht mehr produziert und die, die man kriegt, sind natürlich A alt und B eben teuer. Das lohnt sich ja eigentlich nicht so unbedingt. Da sieht man hier im Innenring, da steht Lightscribe drin und dieser Rohling, der wird auch erkannt von einem Lightscribe-Brenner. Also wenn man keinen Lightscribe-Rohling einlegt, dann wird hier auch nichts draufgebrannt. Braucht man auch gar nicht zu probieren, auch wenn man Lightscribe-Brenner hat. Und dasselbe gab es natürlich auch für Label Flash und es gibt eben auch diese speziellen Label Flash-Rohlinge. Und auch hier erkennt der Brenner, den ich hier oben habe, ob der Rohling normaler Rohling ist, wie man die jetzt überall kaufen kann oder noch kaufen kann, oder ob es ein Label Flash Rohling ist. Hier habe ich meinen Rechner, da habe ich das Ganze schon mal ausprobiert und habe das hier auch gebrannt. Und den habe ich ja auf dem Sperrmüll gefunden, blende ich oben mal das Video zu ein. Funktioniert einwandfrei mit Windows 10, habe ich jetzt noch ein bisschen RAM-Module reingemacht, hat jetzt 4 GB RAM, hat eine SSD und einen Label Flash Brenner und da kann ich alles mitmachen. Passt auch eine andere Grafikkarte rein, mache ich in einem anderen Video mal. Und hier oben ist der Label Flash Brenner, den habe ich ausgetauscht gegen den anderen Brenner, der da drin war. Die Label Flash Brenner, die haben hier vorne das Logo drauf, Label Flash, und die Lightscribe Brenner, da steht dann eben Lightscribe drauf. Ich habe noch keinen Brenner gesehen, der beides kann, gibt es meines Wissens nach auch nicht. Und wenn hier Label Flash steht, dann können die A Label Flash und B Disc Tattoo, also können beides. Und die Rohlinge werden eben immer mit der Datenseite nach unten eingelegt, nicht mit der Datenseite nach oben, wie es bei Lightscribe der Fall ist. Und hier sieht man schon, da sind ein paar Kratzer dran. Irgendwas stimmt hier mit meinem Brenner nicht. Also der Vorbesitzer, der hat wohl Probleme mit der Schublade gehabt. Den Brenner habe ich von dem Dominik aus Bamberg geschickt bekommen, gespendet bekommen. Dankeschön an dieser Stelle. Und der funktioniert ganz gut, hat aber ein paar leichte Probleme mit dem Auswurf. Sieht man hier oben drauf die Kratzer, da wurde also schon des Öfteren versucht, die Schublade mit einem Schraubenzieher hier aufzumachen, weil die innen geklemmt hat. Am Ende vom Video schraube ich den mal auseinander und gucke mir den mal von innen an. Vielleicht gibt es da irgendwas zu reparieren, ist irgendwas lose oder ähnliches. Und dann sieht man auch mal, wie so ein Label-Flash-Brenner von innen aufgebaut ist. Aber soweit funktioniert er ganz gut. Diesen Rohling, den habe ich bereits gebrannt und da sieht man das Ergebnis. Also ich habe hier einmal mit Nero dieses Label, dieses Cover designed und da sind Farbverläufe drin. Da sieht man natürlich hier einmal diese roten Farben und diese Blasen und ja, das wird natürlich umgewandelt in eine Farbe. Das ist natürlich schon der Nachteil. Das geht natürlich nicht besonders gut. Was man natürlich erkennen kann, ist die Schrift, aber jetzt hier zum Beispiel diese Blasenelemente oder was es da sein soll, die sieht man hier ansatzweise. Also das sind jetzt keine Fingerabdrücke, die hier drauf sind, sondern diese Symbole hier oben und diese Verläufe, die werden hier so ansatzweise dargestellt. Aber so richtig geht das natürlich nicht. Das ist eben jetzt die Version mit Schrift drauf und das Ganze habe ich nochmal ohne Schrift gebrannt zum Vergleich. Hat auch eine Stunde gedauert, also beide Rohlinge zu beschriften. Da sind wie gesagt noch keine Daten drauf. Das hat eine Stunde gedauert zusammen und hier drüben auf dem sieht man irgendwie gar nichts. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man was. Hier unten in dem Bereich, da ist was Helles und das sind hier diese Bereiche. Aber prinzipiell ist da nicht allzu viel mehr von geblieben von diesem roten Bild. Also man muss irgendwas ganz stark Kontrastreiches hier drauf bringen, damit man das überhaupt erkennt, sinnvollerweise eben Schrift. Dann habe ich hier noch was anderes drauf gebrannt auf die Datenschicht. So sieht man das, sieht man hier unten eine CD. Das ist so eine Vorlage von Nero und das kommt dabei raus. Hier oben kann man gerade noch diese CD erkennen, die da drauf ist und dann war es es auch gewesen. Ganz egal, wie ich das drehe oder sowas. Ihr seht das auch nicht besser hier in Natura, als man das im Video sieht.
Und ja, hier unten, das kann man gerade noch so erkennen, diese CD hier oben auch. Aber hier oben, da gibt es keinen Farbverlauf mehr, der sichtbar wäre. Ist auch immer eine Frage, was für ein Rohling man verwendet. Das sind hier jetzt so einfache Billigrohlinge. Aber ja, viele andere kriegt man heute auch kaum noch. Und so sehen die von unten aus. Die sind also blau, bläulich so in der Art. Und dieser auch. Ist natürlich so ein bisschen das Problem. Man kauft da sozusagen die Katze im Sack. Ideal wäre es natürlich, wenn das hier richtig schön dunkel wäre, damit man da einen guten Kontrast hinbekommt. Aber das weiß man natürlich nicht, bevor man es A gekauft und B ausprobiert hat. Und wenn man das natürlich jetzt hier so kauft, da sieht man eigentlich relativ gar nichts. Da sieht man noch nicht mal bei den bedruckbaren Rohlingen mit einem Tintenstrahldrucker, ob man hier in die Mitte reindrucken kann oder ob es hier aufhört. Wobei, da ist natürlich dann auch gleich der nächste Grund, warum sich weder Lightscribe noch Labelflash durchgesetzt hat. So ein bedruckbarer Rohling, also mit einem Tintenstrahldrucker von Canon oder so weiter, den kann ich halt bis hierhin bedrucken. Bei Labelflash geht es halt nicht. Bei Labelflash kann ich zum Beispiel nur bis hierhin drucken. Und da hinten sieht man bei dem Lightscribe Rohling, da ist es genauso. Weil hier in diesem Bereich, da ist eine Kodierung zu sehen. Das sieht man auch relativ gut. Und daran wird eben Lightscribe erkannt. Ich lege mal so einen bedruckbaren Rohling hier rein, wobei das ganz egal ist, ob der hier weiß ist, ob der bedruckbar ist oder ob da irgendwas draufsteht wie jetzt hier oder ob man den vielleicht sogar schon mit einem Edding beschriftet hat. Und mache die Schublade mal zu und Windows 10 erkennt jetzt den Rohling und ich entwerfe mal ein Label. Hier unten wurde die DVD erkannt, ganz genau genommen. Vielleicht vertue ich mich da ab und zu, dass ich CD sage. Aber damit meine ich die Scheibe selber und da mache ich mal ein neues Dokument und nenne das mal irgendwie. Kann ich hier diverse Vorlagen mir auswählen. Ich habe hier installiert Nero 9, auch schon ein bisschen älter und das kann das noch. Nicht alle Nero-Versionen, die können Labelflash, aber diese kann es hier und da habe ich verschiedene Vorlagen. Die sind natürlich alle sehr zeitgenössisch, also heute wird man sagen, die sind veraltet. Aber ich nehme einfach mal sowas und das kann ich bestimmt gut beschriften. So sieht dann das Booklet aus und da muss man wirklich aufpassen. Hier unten gibt es verschiedene Reiter, CD Booklet, Booklet Rückseite, Inlay und Disk 1. Da muss man hier auf Disk 1 klicken und da hat man dann den eigentlichen Editor für das, was nachher auf der CD drauf ist. Und da kann ich jetzt irgendwas reinschreiben oder ich kann das hier vergrößern, verkleinern, kann die Schriftart ändern. Ja, das sieht natürlich alles hier ganz stark so Windows XP, Windows 7 mäßig aus und aus der Zeit kommt es ja auch. Ich kann den Text hier mal anpassen und klicke ich auf OK. Dann ist er so gebogen und dann kann ich den verschieben oder vergrößern und verkleinern. Die anderen Sachen hier drauf, die entferne ich mal, die markiere ich, drücke auf Entfernen und das Bild möchte ich auch erstmal nicht haben. Man hat ja gesehen, was dabei rauskommt. Da klicke ich hier auf Hintergrundeinstellungen und dann Bild entfernen. Okay, und jetzt habe ich nur diesen Text, der hier oben ist und den mache ich mal schwarz oder mal gucken, welche Farbe der hier kriegt. Da kann ich die Füllung und den Umriss von dem Text darstellen und Umriss ist hier schwarz, mache ich mal weiß, um da möglichst viel Kontrast zu bekommen. Füllung von dem Text, die habe ich auf schwarz gesetzt und so sieht das aus. Erstmal, naja, geht so, aber ich klicke mal auf Drucken und dann Label, Flash, Label, Drucken gibt es hier unten. Da gibt es auch eine Vorschau, klicke ich hier mal drauf. Und ja, so soll das aussehen. Jetzt weiß man nicht so genau, was jetzt hier mit schwarz gemeint ist, ob das jetzt beschriftet oder unbeschriftet ist. Sollte ja eigentlich nicht beschriftet sein. Ich brauche ja nur hier oben den Titel, also labelflashtest-tooltime.de soll hier stehen. Und ich mache das mal so, wie es jetzt hier so zu sehen ist. Und da sieht man jetzt schon bei den Druckeigenschaften die Eigenschaften von Disk Tattoo oder von Labelflash. Da kann ich einmal hier Beschriftung Labelflash anklicken. Da brauche ich natürlich auch ein Labelflash-Rolling und dafür ist auch hier dieses Logo wieder da. Den habe ich nicht. Den kriegt man auch so gut wie gar nicht. Ich habe mal geguckt in eBay, da sind überhaupt keine drin oder nur irgendeine Packung in Amerika oder ganz merkwürdig. Ich kann auch beide Seiten, also beide leer bedrucken und das wäre dieser Knopf hier. Wie gesagt, habe ich ja nicht. Es geht also nur Disk Tattoo und das ist dann dieses Logo. Und ich drücke trotzdem mal hier drauf und mal gucken, was da passiert. Und nochmal sicherheitshalber Druckvorschau. Ja, okay.
Und dann klicke ich hier auf Brennen. Und hier gibt es noch eine Warnung. Sie versuchen, die Beschriftung auf eine leere CD zu brennen. Alle Daten, die anschließend auf diese Disk geschrieben werden, sind fehlerhaft. Das ist natürlich schon mal keine gute Voraussetzung, weil sind auch noch gar keine Daten drauf. Klicken Sie auf OK, wenn Sie den Vorgang fortsetzen möchten. Ja, und ich klicke mal auf OK. Der Brenner, der arbeitet hier, blinkt er ganz regelmäßig, also das scheint zu funktionieren. Und hier drüben in dem Statusfenster, da sehe ich zweierlei Informationen. Einmal die verbleibende Zeit noch 27 Minuten, das ist natürlich wirklich sehr lange und das ist auch so mit ein Grund, denke ich mal, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Also eine halbe Stunde für so einen einfachen Text, den man dann hier sieht, das ist natürlich schon wirklich lange. Man weiß natürlich auch nie so genau, wie die Qualität eben ist und was da so genau rauskommt, muss man natürlich auch erstmal probieren und dann hat man auf einmal 20, 30 Rohlinge eben verbrannt und ja, das war natürlich eine teure Sache und das war es vielleicht nicht wert den meisten, deswegen hat es nicht durchgesetzt. Das andere, was man hier sieht, ist, ich habe ja auf Label Flash brennen geklickt und hier oben hat es aber automatisch umgewandelt auf Disk Tattoo und hier oben ist ja auch nur normaler Rolling drin, also kein Label Flash Rolling und das hat es direkt erkannt und brennt jetzt automatisch die Datenseite. Brennvorgang ist beendet. Das ging recht fix. Das hat keine 10 Minuten gedauert. Man hat es so ein bisschen auch gesehen hier unten dieser Balken. Der lief viel schneller als die verbleibende Zeit. Und das liegt einfach daran, weil natürlich hier nur außen dieser Teil beschriftet werden musste. Innen, da ist ja nichts. Und ich gucke mal, ob die CD hier rauskommt. Ne, klemmt. Und das schraube ich gleich mal auf und gucke mir das mal an. Und benutze ich mal die Büroklammer für. Hier ist dann der Datenträger. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Gut, die Seite natürlich nach wie vor. Und ja, da kann man sogar hier was erkennen. So sieht das mal im Vergleich aus. Das Problem ist, da gibt es eben kein einheitliches Bild. Also je nachdem, wie man das dreht, reflektiert das entsprechend oder eben auch nicht. Aber man kann es auf jeden Fall lesen. Aber es muss was stark Kontrastreiches sein. Also irgendwelche Farbverläufe sind damit so gut wie gar nicht darstellbar, beziehungsweise man erkennt sie halt da nicht. Am Anfang hatte ich ja gesagt, das geht mit DVDs. Ja, und das war auch so ein Nachteil. Mit CDs geht Disk Tattoo nicht, beziehungsweise wird hier nicht akzeptiert. Ich nehme einfach mal eine CD, das ist so eine 700 Megabyte CD, lege die hier mal ein und Windows 10 erkennt die auch ohne Probleme und möchte da auch gerne was drauf brennen. Und ich klicke hier mal auf Label Flash, Label drucken. Und dann wird das hier dann angezeigt. Jetzt hat es hier unten die CD gefunden. Und ich klicke mal auf Brennen. Und da sagt er jetzt hier, Fehler, legen Sie eine passende Disk in das Laufwerk ein. Warten auf DVD-R, DVD-R und dann Disk, Tattoo, Trademark oder Label Flash. Hier habe ich noch 8,5 GB Medien und die funktionieren auch nicht. Lege ich das mal ein. Mal gucken, was da passiert. Da wird es dann ganz ordnungsgemäß erkannt und auch gleich hier unten angezeigt. Ich klicke nochmal auf Abbrechen und klicke nochmal hier auf Label Flash, Label drucken. Guck mir die Vorschau an. So soll das sein. Und dann klicke ich jetzt hier auf Brennen. Mal gucken, ob Windows das auch direkt dann gleich erkennt. Da wurde es dann erkannt und ich klicke mal auf Brennen und auch hier wieder die Fehlermeldung. Also 8,5 GB Medien gehen auch nicht, CDs gehen nicht, es gehen tatsächlich nur DVD-R plus R mit 4,7 GB. Ich habe mal runtergeladen und installiert hier den CD-Burner XP. Der läuft natürlich auch unter Windows 10. Mit dem habe ich ein bisschen mehr Kontrolle beim Brennen und lege hier meinen Rolling mal ein. Der müsste ja innen eben leer sein, also hier in diesem Bereich. Da können ja noch so 1-2 GB drauf. Hier der äußere Bereich natürlich nicht. Mal gucken, ob das funktioniert, ob der den erkennt. Und das mache ich mal ein bisschen kleiner. Da möchte ich eine Datenzusammenstellung brennen. Und starte das hier mal und dann gucke ich mir mal an, was er von dem Medium hält. Medium Informationen und da findet er was. Gesamtgröße 4,38 GB. Sieht ja erstmal ganz gut aus und ich versuche mal was drauf zu brennen. Sagt hier 4,38 GB frei. Also das sieht schon mal positiv aus.
brenne ich mal ein paar Daten drauf. Hier habe ich das Media Creation Tool, dann habe ich hier CPUZ, dann habe ich hier den Cinebench und da ist er dann entpackt und die ziehe ich mal hier runter und brenne die mal. Hier unten sind es dann 777 Megabyte, also nicht mal ein Gigabyte, das sollte da locker drauf passen. Und sage ich hier aktuelle Zusammenstellung brennen. Dann hier Medium kann nachträglich verändert werden. Ja, das nehmen wir einfach mal so und Daten überprüfen. Das auf jeden Fall auch und Brennvorgang starten. Sieht gut aus. Brenner läuft und hier dauert es auch nur noch ein paar Sekunden. Ist fertig. Steht hier Brennvorgang erfolgreich abgeschlossen. Guck mal, wie das von unten aussieht. Und so sieht das aus und da sieht man auch jetzt hier die geschriebenen Daten. Sieht man hier wirklich gut außen die Schrift labelflashtest-tooltime.de und innen diesen Datenring, der geht ungefähr hier bis zu meinem Finger. Und die Daten werden von innen nach außen geschrieben. Hätte noch ein bisschen was draufgepasst, bis es eben hier ranstößt, aber ich bin mir sicher, dass CD-Burner XP keine Erkennung hat. Sozusagen keine Kollisionserkennung, also dann wäre der Rolling wahrscheinlich unbrauchbar gewesen. Also das ist immer so ein bisschen trickreich hier. Aber es geht, man kann erst beschriften und dann Daten draufbrennen. Den Rolling, den tue ich mal hier unten hin. Und ich habe noch einen neuen Rolling eingelegt, genau der gleiche Typ, also mit der weißen Oberfläche. Und brenne das jetzt einfach nochmal und versuche danach mal die Label-Flash-Beschriftung aufzubringen. Brennen tut dieser Label-Flash-Brenner mit 16-facher Geschwindigkeit. Das ist wirklich eine ganz akzeptable Geschwindigkeit. Da kommt er auch tatsächlich dann zum Ende. Aber das Beschriften mit einer halben Stunde, je nachdem natürlich was und wie viel, das ist natürlich schon wirklich sehr lange und das lohnt sich eigentlich nur bei extrem interessanten CDs, interessanten DVDs genauer genommen. Und naja gut, die dürfen natürlich dann auch nicht ganz voll sein, aber mal gucken, wie das hier ausgeht. Ist fertig gebrannt und da sieht man jetzt hier den Ring, den Datenring, genau wie ich den jetzt hier auf dem anderen Rohling habe. Es sind genau die gleichen Daten und da brenne ich jetzt hier im Nachgang mal die Schrift drauf. Ich habe die Daten-CD jetzt reingetan, wird auch direkt erkannt und mal schauen, ob hier auch was drauf ist. Tatsächlich, da ist alles. Und ich habe auch diese CD, also diese DVD genau genommen, mal eben gerade getestet in einem anderen Rechner. Und die lässt sich ohne Probleme lesen. Auch mit Windows 10 wird auch erkannt und da kann ich Cinebench und CPUZ und das Media Creation Tool runter kopieren und starten. Also das funktioniert. Und ich starte jetzt mal hier das Programm und brenne hier mal was drauf. Das ist ja genau der gleiche Schriftzug, den ich hier gebrannt habe. Und das passt ja, das harmoniert ja. Da gibt es ja keine Kollision. Und mal gucken, was passiert, wenn ich das vergrößere. Ich ziehe das mal so richtig schön runter. Kann man zwar nicht mehr lesen, aber jetzt überlappt es ja den Datenbereich, der schon beschrieben ist. Und ich gehe hier mal auf Label Flash drucken. Mal gucken, ob dieses Programm hier so eine Kollision erkennt. Ich glaube mal eher nicht. Und ich nehme hier mal ganz korrekt Disk Tattoo. Vorschau, ja, so soll es dann eben aussehen. Das Schwarze ist ja der Hintergrund, der nicht beschrieben wird. Und ich klicke mal auf Brennen. Und sie versuchen die Beschriftung auf eine nicht leere Disk zu brennen. Alle Daten, die geschrieben werden, sind fehlerhaft. Ja, das ist klar, aber da sind ja schon Daten drauf. Hier steht ja, die Daten, die anschließend auf die Disk geschrieben werden, sind fehlerhaft. Und ich klicke mal auf OK. Und ja, das hat wohl eine Kollision erkannt. Das ist schon mal sehr gut. Mal gucken, ob mein Rolling noch funktioniert. So schnell wie das abgebrochen ist, kann da eigentlich nichts drauf geschrieben worden sein. Ich nehme mal das Media Creation Tool hier. Und kopiere das hier mal nach links in so einen Ordner rein und ja, da blinkt hier irgendwas auf der CD und ich kopiere es einfach mal in Bilder rein. Da läuft die CD, genauer gesagt die DVD an und ja, sieht ganz gut aus und da kopiere ich das und jetzt brenne ich das Bild mal ein bisschen kleiner drauf. Das sollte ja jetzt funktionieren und einmal Label Flash drucken. Und da habe ich hier Disk Tattoo, soweit alles okay. Vorschau, jawohl, so sah das vorhin auch aus. Ich klicke mal auf Brennen, wieder die Warnmeldung und klicke ich auf OK. Brennvorgang nicht erfolgreich, also so super einfach ist diese Technik auch nicht zu handeln.
Wie man jetzt so im Video gesehen hat, ist Label Flash eigentlich ganz nett gemacht, dass eben hier außen dieser freie Datenbereich beschrieben werden kann bei normalen Rohlingen. Wenn man sich Label Flash Rohlinge kaufen würde, das wäre eben wirklich zu teuer. Und das hat sich auch nie so durchgesetzt, auch aus diesem Grund eben, weil die Rohlinge relativ teuer waren. Und diese Label Flash Technologie, genauso wie Lightscribe, die musste eben lizenziert werden. Das heißt, einmal mussten die Hersteller von den Rohlingen Lizenzgebühren bezahlen, dann die Hersteller natürlich von dem Brenner, der hier oben drin ist. Und das hat man eben alles gar nicht bei den bedruckbaren Rohlingen, die in einem Tintenstrahldrucker bedruckt werden, einfach hier oben was Weißes drauf gedruckt. Das ist auch wesentlich einfacher herzustellen für die Hersteller von Rohlingen, als hier nochmal so eine Zwischenschicht reinzumachen oder hier hinten oben nochmal so eine Schicht, die gebrannt werden kann. Einfach hier ein bisschen Weiß drauf, kann auch bis nach innen gemacht werden, was natürlich hier nicht geht und hier drüben bei dem Rohling auch nicht. Und ist aber ganz nett, also wenn man ein Gag sucht für Weihnachten, irgendein Gadget, das wäre ein Label-Flash-Brenner und so ein normaler Rohling und dann kann man hier so Schrift reinbrennen, Nachteil eben, also Graustufen oder sowas geht nicht, beziehungsweise nicht so besonders gut. Ich gucke mir meinen Brenner aber nochmal von innen an, den nehme ich mal hier raus und schraube den mal auf, weil da geht die Schublade ja ab und zu nicht richtig auf. Das ist der ausgebaute Brenner, so sieht er aus, Label Flash und mal schauen, der Hersteller, das hier ist Philips und Light On, steht hier auf dem Aufkleber drauf, aber auch nur ganz klein Modell ist hier das DH-16A6S und hier unten steht dann DH-16A6S13C, ist 2009 hergestellt, also ziemlich genau 10 Jahre alt und wenn ihr so einen Brenner sucht, das wäre die Nummer, die ihr eintippen müsstet in Google und das ist ein DVD-CD-Brenner, der kann auch wieder beschreiben und 16-fach, wird so auch nicht mehr produziert, ist aber immerhin schon SATA, sieht man hier. Und der hat so ein paar Probleme mit dem Aufgehen, wenn man hier draufhaut, dann geht er ab und zu auf. Ja, da ist die Schublade dann da. Und das gucke ich mir mal an. Sind vier Schrauben drin, wird recht einfach auf und zugemacht. Das hier ist die Metallklappe, der Deckel von unten. Und da sieht man auch hier schon die Mechanik. Und da hat es hier zwei Platinen, muss man sehr vorsichtig sein. Hier ist das Flexkabel, das ist hier verlötet. Hier ist es nur gesteckt. Und hier unten sieht man dann die eigentliche Mechanik. Und ich mache hier nochmal vorne die Blende ab. Sind einige Kratzspuren von dem Vorgänger zu sehen, der versucht hatte, wohl hier das aufzumachen mit dem Schraubenzieher oder was ähnlichem, aber immer diesen Auswurfknopf benutzen mit der Klappe hier oben. Da geht das gar nicht, wenn man hier Gewalt ausübt. Das sieht man gleich. Die ist einfach nur dann verriegelt. Die Blende wird hier vorne abgenommen. Hier geht es nicht weiter. Das kann man ganz leicht abnehmen. Das wird unten so ein bisschen angewinkelt und dann kann man es abziehen. So ist das hier weg und das kann man auch meistens auseinander machen. Das ist dann meistens hier nur reingelegt und mal schauen, ja, und da kommt dann das ganze Plastik raus und das Metallgehäuse braucht man prinzipiell gar nicht. Natürlich ist hier ein Laserstrahl dran, immer aufpassen, jetzt nicht irgendwie anschließen und wenn, dann am besten was oben drauf legen, so in der Art. Und da sieht man dann hier die Mechanik. Wenn man eine CD einlegt und die Schublade zumacht, dann verriegelt das, also rein mechanisch und da kann man hier auch noch so viel ziehen, das geht nicht auf. Vorher macht man hier was kaputt und hier unten ist ja ein Motor und der wird nach oben gedrückt. Jetzt hat man das so ein bisschen gesehen. Jetzt ist natürlich diese Lade auch mechanisch durch den Motor nochmal blockiert. Hier sieht man, da hat dann eben dieser Arm oder dieses bewegliche Teil hier die CD ein bisschen angehoben und jetzt dreht die sich, ohne dass die hier unten auf der Schublade kratzt und die liegt jetzt hier ganz locker auf. So soll das sein. Und auf der anderen Seite habe ich hier ein Magnet. Da ist tatsächlich ein Magnet drin. Das ist ein Stück Plastik, ein Stück Kunststoff. Aber hier kann ich meinen Schraubenzieher so dranhängen, so sieht das aus. Und das ist schon ordentlich magnetisch. Und das wird hier dann aufgesetzt und da wird die CD oder DVD dann gehalten. Ich nehme einfach mal hier den Datenträger raus, mal hier neben hinlegen. So,
Und hier ist jetzt der Motor nach oben gekommen und der blockiert natürlich jetzt hier die Lade. Und die einzige Möglichkeit, den hier wieder runterzukriegen, ist dieser Notauswurfknopf. Der ist hier drüben und da hat man gesehen, da klappt das nach unten und dann kann man das hier rausziehen, weil normalerweise ist die CD ja drin, die blockiert nochmal zusätzlich. Und ja, was oft kaputt geht, das sind diese Gummis hier. Hier ist so ein Gummi zu sehen. Und da sieht man auch jede Menge Videos im Netz, wo versucht wird, hier so eine Blockade zu reparieren, indem man einen Gummi tauscht. Habe ich alles schon probiert, hat alles nichts gebracht. Also dieser Gummi ist einwandfrei. Der ist noch schön flexibel hier. Der gibt auch noch ein bisschen nach und der hat auch genug Kraft. Ich habe bei diesem Laufwerk auch schon mal den Gummi gegen einen anderen getauscht, hat aber auch nichts gebracht. Also da ging es eher noch schlechter mit einem neuen Gummi. Hier drüben ist dann der Laser zu sehen. Und diese Metalleinheit hier, die wird eben nach oben und nach unten bewegt. So geht die Schublade zu. Und jetzt hat man gesehen, es ist ein bisschen hochgegangen. Und wenn ich es rumdrehe, kann ich diese Einheit ganz weiter drücken. Und dann gibt es hier einen Riegel. Das ist dieser Plastikriegel und der verriegelt dann das Laufwerk, dass es nicht mitten im Betrieb aus Versehen aufgeht oder aufgemacht werden kann. Das ist natürlich eben hier auch ein Benutzerschutz, dass das hier so nicht funktioniert. Und diesen Riegel, den kann ich einfach dadurch nur lösen, indem ich hier vorne drauf drücke. Ich setze einfach mal wieder das Metallgehäuse drauf, wegen eben dem Laser, der hier drin ist, und schließe das mal an. Und jetzt hat es einen Klack gemacht. Da blinkt die LED und jetzt kann ich mal drauf drücken. Blockiert aber. Man hört jetzt Geräusche hier raus. Will nicht aufgehen. Ich drücke nochmal drauf. 3, 2, 1. Und dann kommt es raus. Habe ich mich gefragt, was ist das, wieso, weshalb. Und interessant ist, wenn man ein Medium drin hat, dann passiert das eher selten. Passiert auch ab und zu, aber meistens nicht. Und so wie es scheint, ist der Motor nicht stark genug oder vielleicht nicht mehr stark genug, hier oben die Kraft von dem Magnet zu lösen. Ich leuchte mal in das Laufwerk rein und da sieht man diese weiße Plastikscheibe, die ist hier zu sehen. Und wenn ich hier das zumache, dann sieht man, dann geht der Motor hoch und zieht diese weiße Plastikscheibe runter. Und ja, dann ist da anscheinend jetzt so viel Widerstand, der durch den Motor nicht mehr überwunden werden kann. Und da sieht man hier, wie das alles jetzt zusammensitzt. Da ist oben die weiße Plastikscheibe zu sehen und unten drunter der Kopf, der von unten nach oben gegangen ist. Ich habe mal die Klappe abgemacht und falschrum draufgelegt, wegen dem Laser, damit der hier nicht in den Raum strahlt. Und hier, das ist eben dieser weiße Magnet, also diese magnetische Scheibe, die ist da innen drin, außen, das ist Kunststoff. Habe ich mal so draufgelegt, jetzt ist da auch hinten der Strom angeschlossen. Und ja, so in dieser Form funktioniert die Schublade immer. Kann man draufdrücken, rein, raus, zu und so weiter. Gut, mit CD geht natürlich jetzt nicht. Und aber es funktioniert hier ja auch nicht, wenn keine CD drin ist und wenn das hier richtig rum zusammengebaut ist. Also wer da eine Lösung zu weiß, der kann das gern unten in die Kommentare reinschreiben. Was ich schon versucht habe, ist eben hier alles sauber zu machen. Ich habe hier vorne diesen Gummi schon mal gereinigt. Ich habe ihn schon mal gewechselt, hat auch nichts gebracht. Und ich habe hier auch die ganze Mechanik mal sauber gemacht und geschmiert mit Wachs, aber hat alles nichts geholfen und bei dem Vorgänger wahrscheinlich auch nicht. Ich zeige es nochmal so und wer da irgendeine Idee hat, wie man das reparieren kann, was da dran zu machen ist, damit das wieder funktioniert, ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben oder im Discord und dann probiere ich das mal aus. Wie gesagt, ich habe alles hier gereinigt und habe hier auch diese ganzen Kunststoffteile mit Wachs ein bisschen gefettet, damit die leicht funktionieren und es ist auch gar kein Problem. Aber sobald eben dieser Deckel hier so drauf ist, dass dieser weiße Magnet hier mit dem Motor da verbunden wird, und so soll das ja auch sein, dann hat der Motor scheinbar nicht genug Kraft, dann hängt das irgendwie so ein bisschen, ist ganz komisch. Aber sobald der Deckel ab ist, funktioniert es ohne Probleme und schreibt einfach mal eure Lösungsvorschläge unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare oder Anregungen hier zu Lösungsvorschläge. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Links zu diesem Thema Labelflash, zum Thema Lightscribe und verschiedene andere Links zu Brennern und Rohlingen und so weiter.
Und ja, man sieht hier, Label Flash ist eigentlich eine ganz nette Sache. Hier ist gar nicht mal so einfach anzuwenden, kostet vor allem wirklich viel Zeit. Also wenn man den kompletten Rohling brennt, halbe Stunde. Und wenn man nur Teile davon brennt, auch so eine Viertelstunde. Man muss es natürlich auch alles noch designen und ob sich das so letztendlich lohnt, ist die andere Sache. Ob man überhaupt noch viele Rohlinge benutzt, ist eine ganz andere Sache. Ich wollte für dieses Video eigentlich hier drüben diesen Rohling nehmen und das ist eine DVD. Und da ist Windows 10 drauf, habe ich mir mit dem Media Creation Tool hier runtergeladen und dachte, okay, das kann man jetzt hier schön bebrennen. Aber dummerweise, wie man sieht, geht die Datenschicht, also die Daten gehen bis ganz außen hin hier, da ist überhaupt kein Platz mehr, um da noch irgendwas hier drauf zu schreiben. Also dafür hat es auch nicht gut funktioniert, eigentlich gar nicht funktioniert. Und man muss da wirklich immer ganz bewusst freien Platz lassen und dann sieht man ja, dann muss es auch nicht unbedingt immer funktionieren. Besucht doch mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben. Da gibt es noch hunderte andere Beiträge und Tipps und Tricks zum Thema Windows 10, wie man Windows 10 schneller macht, wie man sich Windows 10 noch kostenlos runterlädt und eine kostenlose Lizenz bekommt. Da seht ihr andere Beiträge, wie man Drucker repariert, wie man Festplatten klont, wie man PCs repariert, was man machen kann, wenn die nicht mehr starten, wie man Mainboards einbaut, wie man sich einen eigenen Gaming-PC baut und noch jede Menge andere Sachen. Da sind mit Sicherheit viele Sachen für euch dabei. Auf der Seite tooltime.de findet ihr auch den Link zum Discord, das ist dieser hier. Könnt ihr einfach draufklicken und könnt euch beim Discord anmelden. Und da gibt es mittlerweile 1723 Mitglieder. Da könnt ihr mit anderen chatten, da könnt ihr mit mir chatten und auch sprechen in den entsprechenden Räumen. Könnt Nachrichten da lassen, Fragen stellen. Schaut euch da einfach auch mal um, das ist auch sehr interessant. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und instand setzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.